Herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Das letzte Mal haben wir das Geheimnis des Triptychons geknackt. Und ja, jetzt sind wir bereit für das Meisterwerk. Was heißt das seltsame Symbol auf Kaderos Bildern? Zeigst du mir jetzt dein Meisterwerk? Ich muss rausfinden, was es mit diesem Symbol auf sich hat. Das Meisterwerk ist in einer geheimen Höhle versteckt. Kadero wird dich hinführen. Du bist jetzt bereit, es zu sehen. Kadero ist nur nicht sicher, ob er bereit ist, es wiederzusehen. Komm mit! Bestimmt. So. Hier soll es also sein? Wie sollen wir in dem ganzen Müll hier ein Meisterwerk finden? Ich glaube, der Müll ist das Meisterwerk. Oh. Hat Kadero dir nicht gesagt, es würde alles erklären? Der Affe klettert auf die Spitze! Das ist ja schön und gut, aber... Der Salamander frisst seinen Bruder! Sonst geht's bei dir aber noch? Erschieße die dreibeinige Stute! Die Arbeiterameise trägt ihr vierfaches Gewicht! Der Adler! Der Adler! Der Adler! Der Adler! Der Adler! Kadero! Okay. Was machen wir jetzt? War das eine Reaktion auf diesen Ort oder was? Ich hatte mal einen schlimmen allergischen Anfall, als ich ein Kind war. Ich bin fast gestorben. Wir brauchen einen Arzt. Beruhig dich, Pendril. Das hat er manchmal. Wobei es sonst nicht so schlimm ist. Was hat er gesagt? Der Adler? Der Salamander? Manchmal verrennt er sich in seine Erinnerung. Er zittert, ihm ist kalt. Kannst du ein Feuer machen? Ein Feuer? Wie? Städter. Kann ich etwas Feuerholz aus deiner Hütte haben? Auf keinen Fall. Wenn ich dir den Schlüssel gebe, könntest du mit dem Kanister abhauen. Komm schon, ich dachte, wir brauchen Feuerholz. Oh Mann. Kommt's mir nur so vor oder wird dieser Bursche immer dümmer? Du bist in einem Wald, du Idiot. Such welches. Nimm dieses Buch und benutz dein Hirn. Oh je. Feuerholz. Naturführer. Wir gucken uns erstmal hier um. Eine alte Mikrowelle. Die Mikrowelle ist fertig mit Fertiggerichten. Was haben wir hier noch? Kissen. Sieht nach Polstern von einem alten Autositz aus. Hat Kadero hier draußen geschlafen? Vielleicht. Es muss Monate gedauert haben, all den Müll zu sammeln. Noch mehr Elektroschrott. Seltsame Konstruktion. Was? Was ist das für ein Teil? Sieht ein bisschen aus wie Reifen. So eine Mischung aus ja, Strommast, Antenne und Reifen irgendwie. Okay, hier sind noch ein paar mehr Sachen. Was haben wir hier? Eine Feuerstelle. Ich schätze, hier hat Kadero sein Feuer gemacht, während er an, was immer das hier sein soll, gearbeitet hat. Dinger. Die Bäume haben diese widerlich aussehenden Gewächse am Stamm. Das Fass ist voll mit Wasser. Okay. Noch mehr Dinger. Ah, und hier, kleine Äste. Das klingt doch gut. Dieser Wald ist voll mit Ästen, Laub und Dreck. Und die Leute sagen mir, ich sollte meine Bude sauber machen. Ich glaube, ein bisschen was von dem Dreck brauchen wir noch. Vielleicht weiß ja der Naturführer Bescheid. Nature Handbook. Feuer machen. Seit einigen Jahren haben die Camper der Einfachheit halber den Flint oder Feuerstein gegen einen Zündstein oder Feuerstahl eingetauscht. Der traditionsbewusste Abenteurer bevorzugt jedoch immer noch den Feuerstein. Der Flint ist ein widerstandsfähiger, grauer Stein mit einer glatten, glasigen Oberfläche. Anders als viele Arten des Sedimentgesteins bricht der Flint in charakteristisch geschwungene, scharfkantige Scherben. Mithilfe des Feuersteins und einem kohlenstoffhaltigen Stahl einen Funken zu schlagen, stellt für jeden Abenteurer die ultimative Herausforderung dar. Zunder, getrocknete Blätter, Gras, Rinde oder sogar Distelwolle können als Zunder verwendet werden. Nach einem kräftigen Niederschlag kann es zur echten Herausforderung werden, trockenen Zunder zu finden, aber gerade dann braucht der Abenteurer ihn oft am dringendsten. In solchen Situationen greift der erfahrene Wanderer auf den heiligen Gral unter den Zundern zurück, den Zunderschwamm, Formis fomentarius.
Zunderschwämme wachsen an Birken und sind durch ihre dicken, inverskonsonenförmigen Fruchtkörper leicht zu erkennen. Kleinholz. Sammle trockene Stöckchen und Holzsplitter als Kleinholz. Der unerfahrene Camper übersieht das Kleinholz oft und bereut es, wenn seine Holzscheite einfach kein Feuer fangen wollen. Feuerholz. Es gibt zwei gute Gründe, keine lebenden Bäume für das Lagerfeuer zu fällen. Erstens werden sie für den gefürchteten Zorn des Parkwächters auf sich ziehen und zweitens wird das Holz nicht trocken genug sein, um schnell zu brennen. Bei schönem Wetter findet man auf dem Waldboden trockene Äste. Bei schlechtem Wetter ist jedoch ein toter Baum die beste Quelle für Brennholz. Suchen Sie nach einem Stamm ohne Blätter und sich lösende Rinde und sammeln Sie einige kleine Zweige. Seien Sie vorsichtig, tote Äste sind spröde und fallen leicht herunter. Gut. Das heißt, wir müssen hier den Zunderschwamm mitnehmen. Jetzt sind die Dinger zum Zunderschwamm geworden. So wie ich das in Jervis Buch gesehen habe, ist das wohl Zunderschwamm. Okay, dann haben wir doch hier unser Multitool. Okay, holen wir uns mal einen Zunderschwamm. Check, Zunderschwamm, check. Dann haben wir hier kleine Äste. Die sind bestimmt nützlich zum Feuer machen. Zack. Kleine Äste. Kleinholz. Okay, wir brauchen noch Stahl. Was war das hier? Okay. Versucht mich zu kriegen, ihr Wildtiere. Ich bin jetzt bewaffnet. Zaunpfahl steht bereit. Okay. Wir brauchen noch Stahl. Stahl, einen Feuerstein brauchen wir noch. Feuerholz brauchen wir auch noch. Wir hatten doch den toten Baum irgendwo rumliegen. Die Frage ist jetzt... Wo war das? Wo war das? Okay, ich habe jetzt die Höhle eingezeichnet. Ich finde das cool. Hier war ein Fragezeichen. Hier lag, glaube ich, der tote Baum im Weg. Genau, oder? Ne, Zaun. Baum, genau, den Baum. Da brauchen wir was. Wir haben lösende Rinde, das passt. Der Sturm muss den Baum zu Fall gebracht haben. Kein Durchkommen. Der Stamm wie... Die Frage ist, ob wir jetzt hier tatsächlich auch ein bisschen Holz... Das will ich nicht schneiden. ...abbekommen, scheinbar nicht. Kleine Äste haben wir ja eigentlich schon genug. Ich habe genug kleine Äste. Das sieht ja auch so. Zaun, Baum, Wald... Vielleicht hat Kaderu auch versucht, dieses Ding hier nachzubauen. Die Funkstation. Nee, da wollte ich nicht draufklicken. Ich wollte da draufklicken. Was haben wir noch? Vielleicht finden wir auch an den Gipfeln nochmal was. Kleine Äste. Kräuter. Die Pflanze kenne ich aus Jervis Buch. Okay, und was ist das? Kräuter. Ach, wir haben jetzt verschiedene Kräuter. Kraut. Mhm. Steine. Könnte das ein Feuerstein sein? Steine. Stein. Ein scharfer, harter Stein. Okay. Dann brauchen wir noch den Stahl. Vielleicht reicht dafür aber auch der Zaunpfahl. Gehen wir nochmal zum anderen. Der... brauchen halt noch so ein bisschen Baum. Was steht denn hier eigentlich auf dem Schild drauf? Die Region Greystone nennt sich augenscheinlich tiefe natürliche Schönheit. Das sollte ich mir auf ein T-Shirt drucken. Noch mehr Steine? Ach, noch mehr Steine. Alles klar. Wir haben jetzt hier verschiedene Steine zur Auswahl. Könnte praktisch werden, wenn ich einem Bären oder so begegne. Selbstverteidigung und so. Das ist ja mal witzig gemacht. Ein scharfer, harter Stein. Scharf und hart klingt ganz gut. Hier haben wir noch mehr Kräuter, die nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir denn hier? Das sind auch andere Kräuter. Toter Baum. Das ausgetrocknete Holz hilft bestimmt bei einem Lagerfeuer. Ach, das kann er einfach so mitnehmen, okay. Kleinholz haben wir. Und trockenes Holz. Dann müssten wir doch jetzt im Grunde fast alles haben. Ich würde auch gerne nochmal auf die Farm gehen. Da waren nämlich auf jeden Fall auch Kräuter. Dann können wir die auch gleich schon mal mitnehmen. Die brauchen wir danach bestimmt nochmal.
Kräuter. Die Pflanze kenne ich aus Jervis Buch. Zack. Haben wir schon mal 3 verschiedene Kräuter. Traktor, noch mehr Kräuter. Was haben wir denn hier? Noch mehr Kräuter. Und hier rechts war ja, glaube ich, dann auch noch ein Ort, wo es dann auch noch Kräuter gab. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den Kräutern machen müssen. Wahrscheinlich eine kleine Salbe oder so. Bach, Zaun, die Vogelscheuche. Nee, hier war nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Mit dem Stahl müssen wir halt noch gucken. Aber ich denke mal, der Zaunfall könnte vielleicht reichen. Oder unser Multitool. Sehr schön. So, als erstes müssen wir ja nochmal hier in den Führer gucken. Und wir brauchen Zunder. Zunder haben wir auf jeden Fall... Den Zunderschwamm. Okay. Dann brauchen wir Kleinholz. Alles klar. Und darauf kommt dann das trockene Holz. Okay. Jetzt brauchen wir den Feuerstein. Der hier ist scharf und glatt. Deswegen würde ich eher sagen, dass das hier unser Feuerstein könnte ist. Könnte praktisch werden, wenn Selbstverteidigung... Nee, der andere. Das hier ist der scharfe, glatte Stein. Das kann ich nicht machen. Und dann muss ich den... hier mit hinlegen. Das funktioniert so nicht. Oder brauche ich das, den Zaunfall? Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oder doch der andere Stein? Das ist nicht... Okay, jetzt müssen wir irgendwie diese Funken noch machen. Das ist das Entscheidende. Das ergibt keinen Sinn. Dann probieren wir es mal mit dem Messer eventuell. Das will ich nicht schneiden. Ein scharfer, harter Stein. Ein widerstandsfähiger grauer Stein mit einer glatten, glasigen Oberfläche, ja. Scharfkantige Scherben. So, das ist ja ein scharfer, glatter Stein. Von daher sollte das der richtige sein. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Lieber nicht. So, steht sonst noch was zu dem Stahl? Kohlenstoffhaltiger Stahl. Puh. Wo kriegen wir denn jetzt noch kohlenstoffhaltigen Stahl her? Multitool. Multitool, ja. Ist das aus Stahl? Nee, ne? Was wäre das Leben ohne Multitool? Ha, wertlos. Gut, dann gucken wir uns noch mal ein bisschen mehr um. Wir gehen noch mal zum Canyon. Da haben wir einen Teich. Der Stacheldraht sieht neu aus. Cardero legt offensichtlich Wert darauf, die Leute draußen zu halten. Können wir den Stacheldraht mit einer Zange uns abmachen? Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation an. Oder mit der Schere? Nein, es ist keine Scherenzeit. Das scheint nicht zu funktionieren. Das kann ich nicht machen. Gut. Oder auch nicht gut. Heute. Die Pflanze kenne ich aus Jervis Buch. Hier haben wir ja dieses Schwert. Ich ziehe jetzt nicht das Schwert aus dem Stein. König von England werden zu müssen, kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ja, das muss echt nicht sein. Ich kann kaum glauben, dass Cardero ganz alleine hier draußen lebt. Allerdings... ist es nicht so viel anders als zu Hause in Yelltown. Nur besser gerüstet für die russische Invasion. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Na gut. Dann haben wir ja immer noch die Hütte. Wer weiß, was hier noch alles rumliegt.
Steine. Könnte das ein Feuerstein sein? Denke ich eher nicht. Könnte praktisch werden, wenn ich einem Bären oder so begegne. Selbstverteidigung und so. Oder ist das hier ein Kohlenstoffhaltiger? Der ist. Grabstein, Seilwinde, Kräuter. Was haben wir denn hier? Unglaublich, wie viele Kräuter wir haben. Das könnte auch noch dezent lustig werden. Okay. Da rein sollten wir jetzt eigentlich nicht kommen, da wir den Schlüssel nicht haben. Die Tür ist verschlossen. Genau. Okay, probieren wir es nochmal. Nee, wir können nochmal zum Diner gehen. Dann waren wir wirklich nochmal überall. Hier sind nochmal kleine Äste, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe genug kleine Äste. Tanksäulen. Bei den Spritpreisen bin ich froh, zu Fuß unterwegs zu sein. Rastplatz Greystone. Wir haben den besten Sprit weit und breit. Okay. Ein bisschen Alkohol am Steuer soll ja Schwung in die Fahrt bringen. In Yaletown hat die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. Hatte. Ja, hatte. Jetzt nicht mehr. Gucken hier drin nochmal. Hier haben wir noch mehr Steine. Oh, so viel Steine. Ach, noch mehr Steine. Das könnte doch einer sein. Ein scharfer, harter Stein. Ja, das sieht eher nach dem Feuerstein aus. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Das hat sich gelohnt. Mal gucken, ob wir uns das irgendwie bestätigen lassen können. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Gut. Dann könnten wir versuchen, den nochmal hier ran. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Den da ran. Das ist nicht richtig. Den da ran. Das ergibt keinen Sinn. Den. Daran? Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Okay, also die Steine können wir nicht gegeneinander schlagen. Können wir noch lieber nicht. Aber ich glaube, so vom Bild her würde ich sagen, ist das ja definitiv ein Feuerstein. Das kann ich nicht machen. Da brauchen wir eigentlich nicht weiter groß testen. Höchstens halt hier noch. Das hier sieht wie ein Feuerstein aus. Ja. Mal sehen. Wow, Funken! Wow. Hammer. Oh, wir haben jetzt hier Funken. Okay, Funken schnell, bevor sie ausgehen, auf die Feuerstelle. Verdammt, es fängt keine Funken. Bis... Wir haben noch alles dahin getan. Müssen wir nochmal einen Zunderschwamm uns holen? Vermutlich kann ich den Zunderschwamm nicht einfach so vom Baum reißen. Na klar. Nee, ich hab schon einen. Der liegt da. So, und wieso fängt das jetzt keine Funken? Mal sehen. Ich hab den Zunderschwamm in die Feuerstelle gelegt. Ich hab etwas Kleinholz reingeworfen. Ich hab Holz dazu gelegt. Ich frag mich, ob ich das richtig mache. Wir werden die Feuerstelle nochmal leeren. Ich fange lieber nochmal von vorne an. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt erstmal den Zunderschwamm dahin legen. Müssen es vielleicht schrittweise machen. Eigentlich muss man es, glaube ich, nicht. Aber verdammt! Es fängt keine Funken. Dann tun wir nochmal das Kleinholz dazu. Alles klar. Probieren es jetzt nochmal. Verdammt! Es fängt keine Funken. Das finde ich gerade ein bisschen seltsam. Getrocknete Blätter, Grasrinde und sogar Distelwolle können als Zunder verwendet werden. Da haben wir jetzt aber diesen Pilz hier genommen oder was auch immer, den Zunderschwamm genommen. Kleinholz haben wir gesammelt. Oder brauchen wir jetzt erstmal noch hier so Gras? Holzsplitter, irgendwie sowas? Aber eigentlich haben wir es doch gehabt jetzt. Wir haben den Zunder, wir haben Kleinholz und wir haben Feuerholz. Hm.
Also mehr Infos gibt es jetzt auch nicht her. Okay. Warum jetzt der Zunderschwamm keine Funken fängt? Verdammt! Es fängt keine Funken. Ist mir jetzt etwas unklar. Da werde ich nachgucken müssen. Also aus dem Spiel raus würde ich jetzt das so lesen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.